Nach einer kurzen Schlammschlacht sind Jelis KOC und Yannick Kont alles offiziell wieder ein Paar. Jelis Kok, hat Yannick sie betrogen? Was ist da auch immer los in Jelis Kok, 29, Liebesleben? Nachdem sie in Make Love, Fake Love Gewinner Yannick Kont alles endlich den Ersatzpapa für ihre Tochter Snow, 1, gefunden zu haben schien, den sie sich gewünscht hatte, ging nur wenige Monate später die Schlammschlacht los. Zu Ostern meldete sich die Influencerin bei ihren Fans und erklärte, Yannick sei ihr fremdgegangen und habe einer Affäre sogar Schweigegeld geboten, damit diese den Vorfall geheim hält. Yannick wiederum warf ihr vor, auch nach dem Finale noch Kontakt zu dem zweitplatzierten Max zu haben und diesen sogar noch einmal geküsst zu haben. Der Rosenkrieg im Netz ging hin und her, bis Yannick schließlich erklärte, die beiden hätten miteinander gesprochen. Offenbar schien die Aussprache erfolgreich gewesen zu sein, denn kurz darauf folgte Jelis ihm wieder auf Instagram. Nun ist es offiziell. Jelis und Yannick wollen es noch einmal miteinander versuchen. Jelis Kok, wir wollen unser Leben zusammen verbringen. Auf Instagram postete die 29-Jährige ein Foto der beiden. Dazu schrieb sie, was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein. Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen. Wir sind eine Familie und wir wünschen uns nichts mehr als einfach glücklich zusammen zu sein. Damit ist es wohl eindeutig, Jelis und Yannick wollen ihrer Liebe noch eine Chance geben, dieses Mal für immer. Thank you.